ألمانية بمعهد ابن رشد نجوم. اليوم أنا زيارة لبرج غازي مصر في إطار تبادل تلمذي قمنا به عام الأول في شهر مارس إلى مدينة هانوفر، وعملنا بروجي على التسامح. اليوم الجمعة هذه استقبلنا الجروب الفوج الألماني اللي جاءوا 17 تلميذ وزوز مؤثرين ومسؤول. حضرنا لهم برنامج كما هما غاديكا، وأكدنا على أن نعمل مقابلات مع إمام، مع رجل دين متاع الغريبة في الرياض، مع عائلات اختارت جربة باش تستقر لهنا على خاطر جربة جزيرة السلام، ومن طبعا عملنا لهم برنامج ترفيهي. ولحد الآن ودينا طقس سمح، ولحد الآن الناس الكل فرحانة، وإن شاء الله نكملوا عام الجمعة بها. وزاد اللي لقيناه مهم إنه البلدية ساندتنا، عملت لنا استقبال إن شاء الله، وإن شاء الله كل شيء يتعدل. Bonjour, je m'appelle Michael Stille, je suis un professeur dans Hanovre où nous sommes dans la Tunisie avec un groupe des élèves d'Hanovre et nous mettons avec un groupe de la lycée de la Midoun. Et les élèves tunisiennes, ils ont été dans à Hanovre, dans le Mar, et maintenant nous sommes ici. Et la journée dernière, nous avons une grande fête tous ensemble. Et maintenant, nous visitons les mosques et les synagogues. Et malheureusement pas des églises. Et nous parlons avec les imams et avec le rabbin et parle du islam et de christianisme et de la religion juive. Comment vous avez trouvé Djerba? Pardon? How do you like Djerba? Djerba, c'est cool. Très, très cool et très, très merveilleux. Et notre élève, il aime les familles où ils sont. Ouais. Mensch, hört sich doch gut an, oder? Ja, das ist ziemlich überzeugend. Hallo, mein Name ist Anne und ich nehme teil an dem Austausch zwischen Medun und Hannover. Und ja, wir sind jetzt ein paar Tage hier auf Djerba und es gefällt mir sehr gut. Viele neue Eindrücke. Wir waren in der Moschee, das war ein schönes Erlebnis. Und Djerba ist eine ganz tolle Insel, bietet ganz viel verschiedene Arten von Kulturen und Lebensräumen. Und ja, das Wetter ist natürlich auch sehr viel schöner als in Hannover. Und ja, ich glaube, das war es schon. يا سامح احكي لنا كلمتي شنو قلت؟ قلت لك معناها هي تحكي على التبادل اللي صار ما بين ميدون وما بين هانوفر. البروجي نتاعنا يحكي على التوليرونس ما بين الديان سواء معناتها المسيحيه الاسلام واليهوديه. بعد حكيت على جربه، قلت لي هي معناها بلاد انتريسونت برشا، عجبها المسجد، كنا توا معناتها في زياره للمسجد، كيف مازلنا باش نزوروا معناها زينوغوغ وكنيسيه. دونك انا سامح جباهي من على هذا السيد ابن رشد، عملنا البروجي هذا من مارس عماول
مشينا نحن غادي بقينا جمعة كيف كيف هما البروجي متاعنا معنا كيما قلت لك يحكي معنا على التوليرانس ما بين الأديان الكل. Hallo, ich bin Sascha, bin 17 Jahre alt, komme aus Hannover, Deutschland und wir machen bei einem Austauschprogramm mit hier in Tunesien. Und Djerba, die Insel, gefällt mir persönlich sehr gut. Es ist nur ein Ticken zu heiß hier, aber es gibt viel zu sehen und es ist ein wunderschöner Kulturunterschied, den wir hier erleben. Hallo, ich bin Alan, ich mache beim Austausch mit den tunesischen Austauschschülern, nehme ich halt mit teil. Und bisher finde ich Djerba ziemlich interessant, das ist was ganz Neues, die Kultur ist auch ganz anders als im Vergleich zu Deutschland. Und ich lasse mal alles auf mich zukommen, was ich noch so erwarte, was mich noch alles erwartet. Hallo, ich bin Carolina und ich bin eine der Austauschschüler aus Hannover. Genau. Genau, ich bin Kira, ich komme auch aus Hannover und bin Austauschschülerin. Genau, und wir sind, wie schon gesagt, eben hier wegen dem Austausch zwischen Tunesiern und Deutschen. Und das ist unsere Studienfahrt. Und Djerba, also mir gefällt Djerba sehr gut. Ich finde es sehr schön, dass es hier so warm ist und die Umgebung sieht auch toll aus. Und ich mag gerne das Meer und ja, da stimme ich zu und die Leute sind auch sehr nett und freundlich, höflich. Ja, sehr offen vor allem und immer lustig und das macht echt Spaß. Ja.